Der rote Teppich war ausgerollt. Es war also alles für die High Society des Abends bereitet. Schnell noch ein Erinnerungsfoto machen, dann aber zum Ernst der Aktion. Neben guten Gesprächen und leckerem Essen war man hier, um Gutes zu tun. Wer in diesem Segment, wie wir jetzt im Oldtimer-Bereich sind, wo es ein kleiner Luxusartikel eigentlich ist, geht es auch darum, einen kleinen Teil abzugeben. Ja? In dem Form, irgendwo von dem, was wir bekommen, an die abzugeben, die nicht so viel haben. Und das ist hier eine gute Möglichkeit, hier als, mit der Spielbank als Partner, als Beispiel wirklich zu zeigen, man kann mit Spaß verlieren für den guten Zweck. Casino-Feeling war angesagt. Gegen eine Spende von 50 Euro konnten die Gäste kleine Säckchen mit Jetons erwerben. Die Jetons stellten allerdings hier kein Geld, sondern Punkte dar. An den Spieltischen konnte man diese Punkte vermehren. Da war nur die Frage, ist man eher der Typ für Roulette oder hat man mehr Spaß an Blackjack? Am Ende gab es für die meisten erzielten Punkte Preise. Die Nummer 13 war bei Rennen für mich eine Glückszahl. Und ich habe vorher auf 13 gesetzt und es ist tatsächlich gekommen. Insofern habe ich jetzt, glaube ich, eine hohe Punktzahl und etwas beigetragen für den guten Zweck, was mich natürlich sehr freut. Das gesammelte Geld ging diesmal an die Lernstiftung Hück, des ehemaligen Thai-Boxers Uwe Hück, der Jugendlichen mit Problemen hilft. Die Jugendlichen gehen erst bei mir in ein Sportcenter hinein, die können da Boxen, Gewichtsheben machen, Gymnastik, kriegen auch Ernährungsberatung und dann werde ich sie dann in die Lernstiftung hineinführen, weil die ich ja habe, haben entweder die Schule abgebrochen oder bei der Pubertät Schwierigkeiten gehabt. Also die müssen wir ja wieder einfangen, die müssen wir ja motivieren und durch Sport kriege ich das hin. Der zweimalige Europameister geht aber auch mit gutem Beispiel selbst voran und steigt noch einmal in den Ring. Motto des Charity-Boxkampfs: blaue Flecke für soziale Zwecke. Ich kann nicht genügend blaue Flecke kriegen, um diese Menschen zu helfen. Und ich bin so ehrgeizig und diszipliniert, um den jungen Menschen zu sagen, mit 53, wenn man Disziplin hat und wenn man auch Mut hat und wenn man Ehrgeiz hat, dann schafft man das. Und ich werde diesmal einen Gegner haben, der noch schlimmer ist. Und ich werde noch besser sein. Ich möchte noch mal steigern und das Geld auch verwenden. Bereits zum vierten Mal veranstaltete Mechatronik die Retro Night einen Abend vor der offiziellen Eröffnung der größten Oldtimer-Messe Europas. Moderiert wurde der Abend von niemand Geringerem als der ehemaligen Boxweltmeisterin Regina Halmich. Sie engagiert sich bei zahlreichen Wohltätigkeitsorganisationen und weiß daher um die Wichtigkeit einer solchen Aktion. Ich war jahrelang erfolgreich, mir geht's gut, ich habe gut verdient. Ich bin einfach richtig glücklich. Und so wie Uwe Hück heute Abend auch sagte, wenn man wohlhabend ist, dann kann man auch mal was zurückgeben. Und so gaben sie alle etwas zurück und hatten dabei noch jede Menge Spaß.